Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Da ich auf die Mission aus dem letzten Part nicht mehr so viel Lust habe, weil wir da jetzt irgendwelche Items suchen müssen, habe ich mir gedacht, fangen wir heute einfach mit der Mission hier an, wo wir uns Celica ins Team holen können. Und ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, was jetzt hier passieren wird und ob die Mission schwer war. Ich hoffe es mal nicht. Wir machen das einfach mal. Los geht's. Ja. I'm sorry, but my answer must remain no. I still don't see how this is asking too much, considering what we've done for you. You must understand. We know that Rock is being pursued by the Ganglia, and yet we offered him asylum here in NLA nonetheless. Don't you see? In doing so, we have increased the odds of our city coming under attack. Your people were in a state of war with the Ganglia long before we arrived. That is correct. Which is precisely why I'm proposing we unite against them. We don't ask him to fight alone, merely that he lends his strength to ours. Does that request seem so unreasonable? A being like Rock would be a great asset in the field. It would be a shame to see that go to waste. Are you making deals here, or threats? Hey, everybody! I simply propose a mutually beneficial agreement. I do not appreciate your characterizing it as a threat. Yeah, Rock doesn't want to fight. And I respect his right to choose. He is welcome to refuse to contribute to this city, and then leave it. That's horrible! Thank you truly, but it is all right. What do you mean? Rock and I shall discuss the matter and come to a decision shortly. Is that satisfactory? Of course. I do hope you can both see reason in this matter. Don't worry about him. We have plenty of non-combatants around here. Blade membership is entirely voluntary. But I feel terrible for not fighting when I'm so big. It's just selfish, you know? It's not selfish, Rock. You are a kind and beautiful soul. Never be ashamed for choosing peace. Pretty lady is correct. Tatsu not fight once in whole life, and Tatsu never feels shame. Thanks, I think. Fight here, Mom. I have an idea. Where are you going? Don't you worry about a thing. Just give me a little time. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Verwaltungsbezirk. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so... Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich sag nichts. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so, dass Celica halt eine Mission annimmt, weil sie halt quasi für Rock kämpft, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das sonst verlaufen ist. Irgendwie so war das, glaube ich. Ach ja, der gute Chausson. Ich mag ihn nicht, wirklich. Ich mochte ihn, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, mochte ich ihn nicht. Er wirkt halt für mich vom Aussehen her einfach wie so der typische Antagonist. So seit Beginn halt. So ein typischer Bösewicht einfach. So, ich weiß übrigens nicht, wohin ich muss. Hier in dem Bereich wahrscheinlich irgendwo. Sie suchen den gelben Bereich. Muss ich einfach vielleicht hier hin? Hast du irgendwas gesehen, Eleonora? Weißt du was? Nee. Also muss ich sie wahrscheinlich einfach irgendwo suchen, schätze ich mal. Ja, das ist, ich finde solche Missionen immer... Ich weiß nicht, ein bisschen... doof, wenn man absolut keinen Anhaltspunkt hat, wo man suchen soll, einfach dumm durch die Stadt läuft. Aber ich bin auf jeden Fall in der richtigen Ebene. Muss ich in den Turm rein oder so? Oder zum Turm hoch? Auf dem Gamepad ist hier der Punkt am Turm. Nee. Scheinbar zumindest nicht.
Also irgendwo hier im Verwaltungsbezirk ist sie jedenfalls. Aber ich habe keine Ahnung wo. Ich suche mal ein bisschen offscreen und schneide euch rein, wenn ich sie gefunden habe. Oder wenn ich gefunden habe, wo ich hin muss. Oh, zu dir vielleicht? Hast du eine? Nee, okay. Das ist einfach nur so ein Gerücht. Wahrscheinlich muss ich wieder jemanden mit einem Gerücht finden, oder? Ich habe keine Ahnung, weil sowas hatten wir ja schon oft, dass ich in so einem großen gelben Radius irgendwen suchen musste, der quasi so ein Gerücht für mich hat. Aber ich weiß nicht wo. Du vielleicht? Ja, okay, alles klar. Gehe zum Playturm. Oh, okay. Zu Ventham, alles klar. Da war ich in dem Playturm ja. Richtig. So, okay. Das dachte ich halt bloß, weil da auf dem Gamepad der blaue Punkt ist am Playturm, aber okay, wir müssen hier mit Ventham sprechen. Hallöchen. Weißt du, was Helika hin ist? Hey, Elma. Your crew saved that Celica girl a while back, yeah? That's right. Why? Did something happen? Well, she came by with this look on her face. Asked what a person has to do to become a blade. And what did you tell her? Well, I was just joking that clearing a mission solo would be a good start, but... Suddenly, she looked all serious and just turned and headed off. That sounds like trouble. We've got to find her. Yeah, I figure. With that look, there's no telling what she might be planning, you know? You shouldn't tease people who ask serious questions. Bad mustache man. You're right, my bad. Let's just focus on finding her. She can't have left the city yet. Ja, okay, genau. Irgendwie sowas in der Art war das. Jetzt wieder irgendwie ein Gerücht hier finden, oder was? Ach, das ist doch... Warum denn Spiel? Okay, rennen wir nochmal durch den ganzen Verwaltungsbezirken, geben kurz am Iranium aus, weil das ist voll. Habe ich gerade gesehen. Und so, und dann Celica. About that. Ist halt auch nervig, weil manchmal die Leute halt noch nicht ganz geladen sind, wenn man hier vorbeirennt, die eventuell das Gerücht haben. Das ist halt so ein kleines Problem von dem Spiel. Aber ich kann es halt auch irgendwo... Ah, wo ist Rook? Oh. Okay. Einer der Playquartier, ist alles klar. Vielleicht weiß er, wo Helika ist. So. Dann geben wir mal ein bisschen Miranium aus. Hm, bei den Orphen. So. Ja, aber jedenfalls, das ist halt so ein Ding, dass das an dem Spiel manchmal ein bisschen nervig ist, dass man halt oft die Leute noch nicht ganz geladen sind. Hast du Spaß da vor dem Eingang zu sitzen, Rock? Was machst du denn hier? Oh, Elma. What's wrong, Rock? Is it Celica? Yeah, she was talking all crazy. Said she was going to join Blade and make us both citizens of NLA. She's trying to work for both of us so I won't have to fight. I knew it. What do we do? She went to a place called Silvalum to pick Selenian Sage all by herself. What? That place is swarming with all kinds of terrible indigens. Not to mention the ganglion. Please, you gotta help her. Of course, Rock. She's our friend too. Okay, auf nach Syvalum. In Behemoths Schatten und findet Helika, das ist klar. So, dann gucke ich mal auf dem Gamepad, wo ich eigentlich hin muss. Aha, okay. Es ist hier relativ weit im Osten von Syvalum. Da haben wir auch einen Knotenpunkt aktiviert, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, porte ich mich dorthin. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir sie retten können oder finden können. Hoffentlich können wir sie vor irgendeinem Angriff der Ganglion beschützen.
Wenn nicht, wäre das ziemlich doof. So. Nehmen wir unseren Mac und suchen sie mal in der falschen Richtung. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ach, hier in der Höhle oder was? Oder ist sie hier davor irgendwie? Ja, okay, sie ist noch davor. Alles okay. This is the place. According to this, Selenian sage grows in this cave. And Selica's already in there, huh? What the matter? Rock scared? No, I'm not. There's nothing to be ashamed of, Rock. I'm no fan of spooky caves either, believe me. It's just some bad people used to make me do some very bad things. They always kept me in a dark, cramped place when they took me around. This must be hard for you, huh? You can wait outside if it's easier. No, I'll go. I have to help Selica. That's really nice, but I can't ask you to do that. I have to help Selica myself. Rock, we want to help you, the same way you want to help her. And accepting help from your friends doesn't make you any less of a hero. I guess you're right. Okay, then. This nothing! Rock just need to be brave like Tatsu. And everything fine. Now let's go find Pretty Lady. Der Daumen hoch von Cross sah sehr seltsam aus, aber okay. So. Dann gehen wir mal in die Höhle rein, würde ich sagen, und suchen sie. Ob wir sie wohl hier irgendwo finden können. Oh, scheinbar ja. You okay, Rock? Yeah, I'm fine. More bad memories? A little, but it must be a lot harder for poor Selica. What does Rock mean? Those bad people I told you about? The ones that used me? It was the Ganglion. I did something terrible to Selica's village. But she saved me anyway, and she's done so countless times since. So that's what happened. I have to help her. She came all the way out here for me. Then let's catch up with her before anything bad can happen. Yeah. We have no choice. Oh, kannst du mich nicht angreifen, bitte? Ja, die beiden haben schon eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Aber mir kommt die Mission bisher gar nicht mehr so bekannt vor. Man muss die ja auch, glaube ich, für die Hauptstory gar nicht machen, oder? Deswegen kenne ich die wahrscheinlich auch gar nicht. Also sie kam mir bisher schon bekannt vor, aber ab hier jetzt alles irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich die mal irgendwie bei wen angefangen gesehen im Let's Play oder so und ich weiß es nicht. Weil das hier alles, die Höhle und so, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht habe ich es auch bloß vergessen, keine Ahnung. So, dann besiegen wir dich mal ganz schnell. Einfach nur, weil du gerade nervst und wir dich besiegen können, definitiv. Und Dark ein paar IP bekommt dadurch, hoffentlich. Und dann suchen wir Selica. Ich will Selica irgendwie ständig Seeless nennen, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, keine Ahnung, ich kenne halt Seeless aus Final Fantasy 6 zum Beispiel, da kenne ich den Namen Seeless her. Aber irgendwie möchte ich auch ständig Selica Seeless nennen, keine Ahnung warum. Geht's hier oben irgendwie weiter? Ja, scheinbar. Muss ich hier runter? Ja, sieht so aus. Okay.
I'm sorry, Celica. I may not be able to fight, but I can at least be your shield. Oh, Rock! Nice going, Rock. We can take care of things from here. We'll see you again when it's safe. You take Celica and get outside! Okay. Send you back where you came from. Ich habe in dem Spiel immer so das Gefühl, die Entwickler mögen den Effekt, dass der Bildschirm so wackelt, echt sehr, sehr gern. Das wird sehr oft in dem Spiel benutzt irgendwie. Xenophobox Xiphias. Alles klar. Dann machen wir die Mecha kaputt. Hoffentlich kriegen wir das hin. So, ich weiß nicht, sollte ich kurz mal aussteigen und versuchen, dass ich genug Punkte zusammenbekomme, um Sack wieder zu beleben? Ich versuch's einfach mal. So. Ja, nicht hinfallen, bitte. Kannst du nicht hier durch den ganzen Raum fliegen, bitte? Und bitte auch hier nicht noch andere Gegner aber den Kampf irgendwie reinlocken. Das wäre voll super. Weil da läuft irgendwas rum. Bitte bleib einfach da, wo du bist und komm nie wieder. Ja, okay, das macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn, jetzt hier rumzukämpfen ohne Dark. Den Kampf kriegen wir auch ohne hin. Ich dachte halt nur, eventuell, weil der so wenig Schaden genommen hatte, eventuell wäre es besser, Dark mit reinzunehmen, aber nee. Nee, das kriegen wir auch ohne ihn hin. Okay, seht ihr, wundervoll. So, jetzt muss ich aus der Höhle raus. Da können wir uns ja schön rauspumpen. So, wieder bei den Knotenpumpen, wo wir vorhin waren. Und raus hier. So. Wo sind die beiden denn? Da, okay. Da ist auch Rock schon. Hallöchen. Und Jan ist auch da. Hi Jan. Is everyone all right? I'm quite fine, thank you. A few scrapes are nothing if it means being able to help Rock. But why are you all here? Same reason as you. A few scrapes weren't going to stop us from lending you a hand. Same goes for Rock, right? So, did you find the Selenian Sage? I did. Then congratulations. That means you passed. But only because you helped me. That doesn't matter. Blades all work in teams anyway. Heck, we spend most of our time bailing other blades out left and right. You're a true blade now, Celica. And any who disagree will face angry and scary wrath of Elma. We should be getting back home. Sounds good. Home. Okay, dann zurück nach NLA. Ach ja, es gibt ja auch viele, die Stimme von Rock irgendwie unpassend finden oder so. Aber ich mag die Stimme voll gern. Ich meine, man würde die halt bei so einem großen Steinmonster nicht erwarten, sag ich mal. Aber ich finde die Stimme irgendwie schon passend. Ich mag sie auch sehr gern. Ich mag sie gern, ihm zuzuhören. Aber Voice Actor finde ich in den Xenoblade-Spielen immer sehr, sehr passend. Es gibt eigentlich gerade keinen Charakter, der mir gerade so einfällt, wo ich sagen würde, dass die Stimme unpassend ist.
Das Einzige, was halt von dem Spiel das Problem ist, dass die Charaktere manchmal halt zu leise sind, aber das ist halt schlechtes Sound-Up-Mixing. Das ist zwar schade, aber kann man halt nichts mehr ändern jetzt. Aber von den Sprechern finde ich das voll okay. So, hier muss ich hin zu Bentham, alles klar. Hallöchen. Man, oh man. I can't believe you actually went out there on your lonesome. Thankfully, I had Rock's assistance. Not to mention Elma and the others. Look, I heard Elma's report. She told me about how you found that Selenian sage all by yourself. So, this means Celica passed blade test? Sure does, with flying colors. Yes! Congratulations, Celica. Thank you. But what does this mean for Rock? Can he stay too? Well, since he's a Blade's family member, I don't see why not. Those ganglion scumbags are gonna be after us either way, right? I fear the matter isn't so simple. It's premature to say there is no chance of peace with the ganglion. We can't assume needless risk. What? But if you were to prove yourself an asset in ULA, it would be different. Oh, come on. How many times do we have to go over this? Rock isn't fighting. Oh? Is this the point where you offer to fight in his place? No. I won't have anyone getting hurt from me again. It scares me, but I'll fight. A noble offer. But productivity demands we all work in fields suited to our aptitudes. Huh? Then what? Right now, we have a severe shortage of heavy construction machinery here in NLA. I could offer a gentleman of your strength very favorable employment terms. Huh? But you still have the right to choose. You're free to contribute to building our city, or you can find a home elsewhere. Are you saying I can help without fighting? I am. Then I'll do it! That's wonderful, Rock. Bah, I knew you were up to something with all that sneaking and skulking around. I do not skulk, Jack. I was simply making the necessary preparations, as one must. Yeah, yeah. Be careful, you'll make him blush. Oh, come. You were just doing your job to help ULA, and I kept jumping to conclusions. Think nothing of it. All's well that ends well. Now he is blushing. If you'll excuse me, I have worked. Maybe under all that bluster, he's just a big softy looking for a hug. Oh, das ist echt irgendwie. Wir hatten ja auch die eine Mission, wo wir das am Ende mit seinem Sohn erfahren haben und so. Damals Helika. Wo wir das mit seinem Sohn erfahren haben und so. Er hat halt irgendwie schon einen sehr weichen Kern, schätze ich mal. Er hätte halt bloß von Beginn an das anbieten sollen zu Rock. Aber wie gesagt, er hat es gerade selbst erklärt, das ging wahrscheinlich bisher nicht. Und er hat jetzt versucht, irgendwie eine Aufgabe für Rock zu finden und kam dann eben wahrscheinlich irgendwann auf die Idee, dass er halt als Baumaschine aushelfen könnte. Und das ist, denke ich mal, auch sehr angemessen für Rock. Ich meine, er ist groß, stark und da kann er schon damit helfen, schätze ich mal. Deswegen passt es eigentlich schon voll. So, und jetzt haben wir Celicas Aufenthaltsort auf der Karte markiert. Und hier gelebte Integration. Auch mit drei Herzen bei Celica, und das ist dann wahrscheinlich ihre nächste Mission, schätze ich mal. Ja, sehr schön. Und Level 46. Okay, ich gehe mal ganz kurz an die Stelle hin, wo Celica oft zu finden ist, dass wir halt das Segment erforscht haben. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch machen, weil ein paar Minütchen haben wir ja noch. Vielleicht, ja, ich denke mal, ich werde mich um die
Gegner für die eine Quest kümmern, dass ich einen davon vielleicht mal so ein bisschen erledige, keine Ahnung. So in dem Segment hier ist sie eigentlich auf dem Gamepad zumindest, aber wahrscheinlich, ja, hier steht sie, alles klar. Hallöchen. Ich gestehe, dass mich meine Angst vor dem Kampf noch immer beherrscht. Aber es freut mich auch, dir mitteilen zu können, dass ich von nun an offiziell im Dienste Blade stehe. Wenn du erlaubst, würde ich dich gerne begleiten. Jetzt aber gerade nicht. Ich werde es mal Doug im Team haben. Wobei, hör mal, zeig mal, auf welchem Level du bist. Das interessiert mich gerade. Naja. Zeig mir nur kurz dein Level. Das will ich sehen. Okay, schon 32. Sehr schön. Wenigstens etwas. Wir haben einfach schon 81 Spielstunden. Es fühlt sich halt gar nicht so an einfach. Es ist echt krass. So, 6 Goldknäule von Rüper Mephiten in Cordros. Habe ich irgendwo markiert, wo die vorkommen? Nee. Aber die ganzen Gegner kommen in Cordros vor. In den Kommentaren stand irgendwas, wo die einen Gegner vorkommen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt in den letzten paar Minuten des Parts noch irgendeine neue Mission anzufangen, wäre halt auch sinnlos, sag ich mal. Deswegen mache ich jetzt lieber irgendwas, ein paar Gegner besiegen oder so. Aber ja, ich mag Celica und Rock echt ganz gern. Rock vor allem, Rock. Ist ja schön, dass wir die beiden jetzt auch im Team haben und auch mal ein bisschen was über ihre Geschichte erfahren haben. Wie gesagt, ich kannte die Mission wahrscheinlich doch nicht. Bloß der Anfang kam mir halt sehr bekannt vor. Das wusste ich irgendwie, aber der Rest halt nicht. So, Moment. Also. Mephiten und Petramanten. Ich glaube, es war die Rede von dem... Ich mach mal ganz kurz den Kommentar auf. Kurzer Schnitt. Ja, in der Nähe der Karawane standen in den Kommentaren Katzenmonster. Ich denke mal auch, dass die hier in Cordros gemeint sein wird, hoffe ich mal. So, ja, zu dir will ich ganz bestimmt nicht hin. Jetzt hat die Frage, wo in der Nähe? Ich schätze mal, wir werden jetzt hier am Ende des Parts nicht mehr unbedingt irgendwas finden. Aber da können wir noch ein paar Items aufsammeln oder so. Ich weiß halt nicht genau, wie weit in der Nähe. Warum nehme ich eigentlich meinen Scale nicht mit? Da könnte ich hier schön rumfliegen und die aus der Luft suchen. So, komm mal her. So. Ich bin mal gespannt, ob wir halt zu Chausson in irgendeiner Mission oder so noch irgendwas erfahren, weil er ist halt wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, er kam... Was habt ihr gemeint? Ja, komm mal her. Er kam mir halt zu Beginn, wie gesagt, nur vor, wie so der typische Antagonist. Als ich das erste Mal gesehen habe, war mein Gedanke, der ist böse. Weil halt irgendwie, er wirkt halt einfach so. Aber seitdem ich das Spiel halt zum einen kenne, und seitdem ich eben auch die Mission, wo das mit seinem Sohn gesagt wurde, wie gesagt, kenne, und jetzt auch die hier, hat der halt irgendwo wirklich schon einen weichen Kern, sage ich mal. Also am Anfang von der Mission hat er halt wieder sehr böse und streng gewirkt, sage ich mal, weil er eben Rock scheinbar versuchen wollte, zum Kämpfen zu bringen, obwohl er es halt nicht möchte. Und ich meine, durch die Mission können wir jetzt ja auch okay, das ist nichts, was ich brauche, oder? Nee, schade. Durch die Mission können wir jetzt ja auch irgendwo nachvollziehen, warum er nicht kämpfen möchte. Aber er hat am Ende doch noch eine Möglichkeit gefunden. Für Rock, dass sich ein NAA nützlich machen kann. Und ich meine, er macht ja auch irgendwo nur seinen Job, sag ich mal. Weil er hat ja auch irgendwo recht, wenn jetzt Rock halt nur in NAA rumsitzt und nichts macht, ist es halt auch irgendwo unfair gegenüber den anderen Xenoformen, sag ich mal, weil die Manon helfen halt mit ihrer Technologie und die Orphen ja prinzipiell auch irgendwo, die Zauberburgana haben
Okay, du bist nicht sein Vieh. Die Tauroganer können entfotanisieren, was halt auch mega hilfreich ist. In vielen Fällen. Deswegen. Die meisten Rassen haben halt schon irgendwo Nutzen zu NAA beigetragen, sag ich mal. Die Noppons sind halt Händler, wir haben Handelsbeziehungen mit den Noppon. Und ja, deswegen braucht halt Rock auch irgendeine Aufgabe. Aber wenn er jetzt als Baumaschine quasi arbeitet, ist es ja voll okay. Und passt halt auch zu ihm, sag ich mal, wenn er nicht kämpfen möchte. Und ich glaube, man kann das sogar in einer späteren Cutscene noch sehen. Ist das nicht in den Credits oder so, wie er quasi irgendwas verschiebt oder so? Ich habe da irgendwas in Erinnerung gerade. Aber das in einer späteren Cutscene, das werden wir irgendwann noch sehen. So, ich sehe gerade keins von den Monstern mehr hier. Das ist voll doof. Aber der Part ist eh vorbei. Es würde jetzt keinen Sinn mehr machen, jetzt hier irgendwie rumzufliegen und noch irgendwas zu suchen. Ja, das würde jetzt sehr nervig, bis ich da irgendwann die ganzen Sachen habe, die ich für die Mission brauche. Also ich baue halt darauf, dass ich irgendwann genug Belohnungstickets habe, um mir das zu holen. Bis dahin werde ich mir die Mission wahrscheinlich schön aufsparen, weil ich bin halt kein Freund davon, einfach stumpf Monster zu besiegen. Und vor allem, wenn die Monster das gesuchte Item halt kaum droppen, ist es auch doof. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch irgendwo andere Mephiten eventuell suchen, die das eventuell droppen könnten, aber ja, es braucht halt seine Zeit und diese Zeit habe ich momentan halt nicht, das ist das Problem. Aber okay, genug davon, am nächsten Part geht's weiter, da werden wir uns mal andere Missionen angucken. So. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir haben ja noch genug zu tun an anderen Missionen. Es gab ja auch da bei der Allzweckfabrik, wo wir vorhin halt Zelika und Rock die Mission begonnen haben, war auch noch ein Fragezeichen für eine Mission. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, definitiv. Oh, Tisch des Giganten, sehr schön. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und wir haben auch noch andere Missionen irgendwo, das weiß ich, auf dem Gameplay ist noch einiges markiert. Und wir müssen noch die Harmonie-Mission für die Story machen. Also wir haben noch definitiv genug zu tun. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles X wieder. Bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss. Ich will ganz kurz gucken, kann ich das hier unten schon... Okay, nein, dann halt nicht. Wenn du mich nervst, dann halt nicht. Tschüss.